Moin Leute und willkommen zu meinem allerersten Video zu My Hero Academia, the strongest hero hier auf dem Kanal. Ich hoffe sehr, ihr habt Bock auf das Game, denn es ist erst heute erschienen und ich wollte erstmal mit ein paar Basic-Videos zu diesem Game starten. Und das allererste ist das Thema Rerolling. Was bedeutet das Ganze? Ganz einfach erklärt, My Hero Academia, the strongest hero ist ein Gacha-Game. Das bedeutet, dass ihr eure Helden in eine Art Lotteriesystem zieht, bedeutet, ihr investiert Tickets, die man in-game erfahren kann oder kaufen kann natürlich, und dann hofft ihr, dass ihr den Helden kriegt, den ihr haben wollt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und beim Rerunning geht es darum, das Game so oft neu zu starten, bis ihr den besten Char des Helds habt oder den Char, den ihr benutzen wollt. Also einfach mit einem optimalen Start ins Game zu gehen und nicht erstmal länger auf etwas zu warten. Und dementsprechend möchte ich einmal mit diesem Video zeigen, wie man in diesem Game rerollt, was die besten Methoden sind, natürlich auch für verschiedene Plattformen da, und wie ihr das Ganze macht, und vielleicht auch eine kurze Erklärung geben, wer vielleicht der beste Charakter ist. Aber eigentlich lässt sich das relativ schnell abhaken. Die meisten Spieler aus der asiatischen Community, da ist das Spiel schon länger draußen, ich habe selber noch nicht ausprobiert, empfehlen Momo oder Tokoyami. Das sind so die zwei Charaktere, die man am ehesten haben möchte. Aber allgemein gibt es nur 4 S-Rank-Characters in dem Standard-Banner. Also es gibt irgendwann später spezielle Figuren-Banner, da sind dann besondere Helden drin und ähnliches. Jetzt zum Release gibt es nur einen Banner und da drin sind Momo und Tokoyami auf jeden Fall die zwei Helden, die am ehesten empfohlen werden. Und das Ganze kann einen sehr viel Zeit kosten. Im Prinzip ist das, was ihr gleich machen werdet, einmal euren Account bis Level 6 oder 7, glaube ich, ungefähr zu spielen, dann eure Tickets zu investieren, und wenn ihr das Ganze nicht geschafft habt, den Helden zu kriegen, den ihr haben wollt, startet ihr wieder von vorn. Ganz kurzer Hinweis, ihr müsst das natürlich nicht machen, so zu starten, es ist nur eine Möglichkeit, so zu starten, damit man einfach sich in Zukunft ein paar Puls spart, sowohl wenn man Geld ausgeben will, um ein bisschen Geld zu sparen, als auch wenn man kein Geld ausgeben will, damit man nicht erstmal Free-to-Play ewig lange fahren muss, bis man den ersten guten Charakter hat. Das sind so die Möglichkeiten. Sobald ihr also den Charakter gezogen habt und ihr nicht das bekommen habt, was ihr wolltet, löscht ihr die App bzw. cleart die Daten und geht wieder neu rein. Und das Ganze funktioniert unter Android so, dass ihr, sobald das Spiel startet, ihr euch erstmal als Gast einloggt. Achtet darauf, nicht euch mit Google einzuloggen oder eurem Facebook-Account, ansonsten ist euer Account an die Spieldaten gebunden. Das gleiche gilt für iOS, loggt euch mit einem Gast ein, nicht mit, ich glaube, Apple und Facebook sind die Möglichkeiten dort. Bedeutet, wie gesagt, einfach mit einem Gast einloggen und dann startet ihr das Spiel, und dann könnt ihr am Ende, sobald ihr gerollt habt, beziehungsweise sobald ihr euren Charakter gezogen habt, in den Android-Einstellungen ganz einfach eure App-Daten, das heißt, ihr geht in die Daten des Spiels, dann könnt ihr die ganzen Daten clearen und dann startet ihr wieder von vorn, müsst ein paar Daten runterladen und macht das Ganze nochmal. Unter iOS müsst ihr tatsächlich danach die komplette App einmal vom Gerät löschen, die 3 GB erneut runterladen und dann auch wieder das Tutorial durchspielen, wo ich gleich auch einmal zu sprechen komme, auf welche Punkte ihr achten müsst beim Tutorial. Es gibt allerdings noch eine dritte Möglichkeit, und das ist, wenn ihr am PC startet. Bedenkt, unter iOS, der Account kann aktuell eher nur an Facebook gebunden werden, wenn ihr zwischen iOS und Android herwechseln wollt. Aber hier am PC habt ihr quasi einen Android-Emulator. Bedeutet, ihr müsst am Ende, wenn ihr euren Account mit auf iOS nehmen wollt, den über Facebook aktuell übertragen, was ein bisschen nervig ist, was ich ja sehr schade finde, sagen wir mal. Aber das ist aktuell die einzige Möglichkeit. Dann könnt ihr euch hier BlueStacks runterladen. Ich habe einen Link dazu unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Bedeutet, falls ihr bestimmte Spiele damit runterladet und austesten solltet, wie beispielsweise Arknights, würdet ihr mich auch supporten und ich würde einen kleinen Teil abkriegen. Aber wie gesagt, ihr müsst das Ganze nicht machen, beziehungsweise wenn ihr mal Hero Academia runterladet, kriege ich, glaube ich, nichts, aber ist auch vollkommen egal. Ich wollte nur darauf hinweisen, das ist mein Affiliate-Link, und am Ende des Tages benutze ich diese App sowieso schon sehr, 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 sehr lange, und ihr habt dann entweder diese Linke-Ansicht hier, My Hero Academia Base seht ihr bei mir, oder ich habe diesen Multi-Instanzen-Manager. Was ihr haben wollt, ist der Multi-Instanzen-Manager, und dann könnt ihr das Ganze am PC spielen. Falls ihr hier nicht reinkommt, ist das dieser Button hier, mit dem ihr reinkommt in euer Multi-Instanzen-Manager, und dann im Prinzip erstellt ihr euch eine neue Instanz. Das heißt, ihr sagt, ey, ich möchte hier eine neue Instanz, erstellt die komplett neu, spielt entweder auf 32-Bit oder 64-Bit. Ich habe das Gefühl, 32 ist noch ein bisschen stabiler. Wählt die CPU-Kerne aus, wahrscheinlich wollt ihr eher mit viel Leistung spielen als mit wenig Leistung spielen. Um das Game am Ende flüssig zu spielen, solltet ihr am PC spielen. Sagt, was ihr im Querformat spielen wollt, beispielsweise auf Full HD mit möglichst guter Grafik und ähnliches, und erstellt das Ganze dann. Und dann habt ihr hier eine neue Instanz. Die könnt ihr dann erstmal umbenennen in My Hero Academia Base New, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist dann die Instanz, mit der ihr starten wollt. Dann startet ihr das Ganze, kommt hier rein, geht in den Play Store und ladet die App ganz normal aus dem Play Store, wie ihr es gewohnt seid. Und dann beginnt das Thema Rerolling, das ich jetzt einmal komplett erkläre. Wenn ihr über BlueStacks möglichst schnell rerollen wollt,
macht ihr genau an diesem Punkt eine Pause. Sobald ihr einen Account auswählen wollt, macht noch kein Gast-Login, macht kein Google-Login, macht kein Facebook-Login, sondern schließt jetzt einfach das Game und geht wieder in euren Multi-Instanzen-Manager. Und was ihr jetzt im Prinzip machen könnt, ist das Ganze zu stoppen. Ja, ihr schließt das Ganze und klont jetzt eure Instanz und sagt dann, ey, okay, ihr wollt das genauso haben wie vorher, erstellt das Ganze. Nachdem ich neu gestartet habe, durfte ich jetzt auch klonen, nennt das Ganze denn Monster Hunter 1 oder ähnliches, dass ihr einfach wisst, was eure Instanz ist. Und die erste würde ich mir auch merken, dazu komme ich gleich zu sprechen. Und dann startet ihr die erste. Und jetzt geht ihr hier rein, macht den ganzen Rerolling-Prozess. Und wenn ihr am Ende des Tages nicht den Charakter bekommen habt, den ihr haben wollt, könnt ihr die Instanz einfach löschen. Also hier MH1 löscht ihr natürlich, die müsst ihr vorher stoppen, wie gesagt. Stoppt die, löscht die und klont das ganze Ding nochmal. Ich würde nur die erste aufbewahren, falls ihr euren Namen sichern wollt. Das ist nicht ganz so wichtig. Am Ende des Tages könnt ihr, sobald ihr den Namen auswählt im Rerolling-Account, euch erstmal irgendeinen random Namen geben. Und wenn ihr dann durch seid mit dem Rerolling, ändert ihr euren Namen auf den Namen, den ihr haben wollt in-game, denn der lässt sich noch ändern. Bedenkt aber, dass wenn ihr den Namen auswählt und beispielsweise ich jetzt sage, ich heiße Sonius94 und mit Sonius94 gehe ich dann rein und lösche die Instanz, dann ist der arme Sonius94 auf ewig vergeben, außer ihr wechselt auf einen anderen Server beispielsweise. So, genau, das heißt, die Instanz ist jetzt laufend und hier kann ich jetzt einfach spielen und meinen Rerolling-Prozess machen, genauso wie ich ihn machen will. Bedeutet, jetzt gleich komme ich rein, nachdem die Ressourcen geladen sind und sage, ich möchte mich als Gast einloggen und dann geht's los. Hier der erste wichtige Hinweis, ihr könnt am Anfang ein bisschen Story skippen und spart dadurch Zeit. Ich weiß, es gibt 100 Coins, aber die braucht ihr nicht für einen extra Pull im Rerolling-Prozess, von daher skippt das Ganze einfach und dann könnt ihr direkt loslegen mit den ganzen Quests. Und jetzt spielt ihr, bis ihr das allererste Mal einen neuen Helden ziehen dürft in der Story-Quest. Jetzt ist also der Moment gekommen, ich darf das erste Mal einen Helden ziehen, nicht wundern, ihr werdet hier alle beim allerersten Mal den gleichen Helden ziehen. Von daher, ja, das ist kein Charakter, über den ihr euch einfach nur freuen solltet. Ihr müsst immer irgendeine Signatur abgeben. Wunderbar. Und da haben wir ihn. Bitteschön. Danke. Brauche ich nicht. Ja, Kaminari. Dankeschön. Confirm. Das haben wir jetzt alles. Und jetzt geht ihr wieder raus. Nehmt die nächste Quest nicht an, beziehungsweise ihr könnt sie annehmen. Aber ihr könnt auch jetzt stattdessen alles einsammeln, was hier so irgendwo rumliegt. Eure ganzen Daily Logins, eure Hero Supplies. Ich glaube, das bringt euch rein gar nichts. Aber hier sind beispielsweise auch noch ein paar Währungen. Und hier bei der Weekly Card, nee, hier war das auch noch, sind auch nochmal 50 von der Währung. Das heißt, hier könnt ihr wirklich erstmal alles einsammeln, was ihr irgendwo einsammeln wollt. Auch hier oben bei den Nachrichten im Menü, da kommt ein kleines Willkommensgeschenk. Auch die Achievements nicht verpassen, beziehungsweise nicht vergessen, besser gesagt. Und dann solltet ihr bei wenigstens 250 Coins sein. Das ist euer Ziel, nachdem ihr alles eingesammelt habt, was ihr einsammeln könnt. Ihr seht, ich bin jetzt sogar bei 280 Coins. Dann habt ihr 4 Tickets, plus dass ihr euch noch ein Ticket dazu holen könnt für eure Coins. Bedeutet 5 Tickets, das sind eure Versuche. Und mit jedem Pull habt ihr eine 1,2% Chance auf einen dieser S-Rank-Helden. Plus, dass wenn ihr wirklich auf Momo oder hier Tokoyami gehen wollt, also wie gesagt, einer der zwei Helden, die empfohlen werden von der asiatischen Community, dann habt ihr eine 0,6% Chance pro Pull. Also die Wahrscheinlichkeit, hier einen Helden zu kriegen, den man haben möchte, ist nicht sehr hoch. Das direkt die Warnung vorab, wenn ihr das ganze Rerolling macht. Sobald ihr damit durch seid, wie gesagt, entweder habt ihr euren Account, oder ihr startet einfach nochmal das ganze Prozedere von vorn. Das heißt, ich würde jetzt diese Instanz hier schließen, beziehungsweise ich würde die App unter iOS löschen, beziehungsweise ich würde unter Android die App-Daten clearen, würde dann hier eine neue Instanz mir wieder kopieren, würde genau da starten, wo ich vorgestartet habe, ohne nochmal Daten runterzuladen oder mir die App runterladen und würde dann genau das gleiche nochmal machen. Mich als Gast einloggen, hoffen, dass ich den richtigen Charakter kriege und wieder ziehen. Das ist ein sehr anstrengender Prozess dafür, dass man ein bisschen Geld spart. Also, wie gesagt, behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr es wirklich machen wollt, dass wird euch etwas Zeit kosten, bis ihr durch seid. Deswegen auch hier diese Bluestacks-Empfehlung, weil es darüber einfach schneller geht oder schneller gehen kann. Ihr seht, ich habe bis jetzt nur Müll gekriegt und dementsprechend wird es wohl ein Account, den ich neu starte. Außer ich möchte jetzt hier mit Minoru starten, aber ich glaube, das werde ich nicht machen, von daher, ja, ist okay. Von daher werde ich wahrscheinlich jetzt weiter darauf hoffen, dass ich einen S-Rank-Charakter kriege und die Wahrscheinlichkeit, hier einen A-Rank-Charakter zu kriegen, war 3%. Bedeutet, ich habe ungefähr, ja, ich habe das jetzt 5 Mal gehabt, diese Chance, mit 3% jemanden zu ziehen. Aber ich hoffe natürlich auf die 1,2% Chance. Und wenn ich jetzt nicht Fumikage kriege oder Momo, sondern hier Shoto oder Katsuki, dann kriege ich halt einen von den beiden, das passt schon. Aber das ist im Prinzip der ganze Prozess. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr mit einem Daumen nach oben. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Das war's von mir, euer Sonius94.